Ja, hallo liebe Fans. Ja, ihr seht so ein bisschen ganz anderes Video mal. Ich will mal was ganz anderes mal austesten. Ne, ich wollte euch mal ganz kurz mal Info-Video geben. Jetzt mal ein ganz besonderes Bauprojekt, was ich wieder beendet habe. Es geht um darum, ihr könnt ja auch, ich habe mal was von Predator gemacht, aus der Filmreihe. Und ich habe jetzt hier was ganz besonderes gemacht, aus E-Zigaretten, ne? Umgewerkelt, umgebaut, sogenannte, ja, wie nennt man das, so Spritzen, wenn der Predator sich verletzen tut oder sich irgendwie, gibt es ja auch in den letzten Filmen auch ein bisschen, dass die sich irgendwelchen Aufputschmitteln geben. Das sind sogenannte Spritzen dafür. Da drin ist so eine Leuchtfarbe. Wenn ich das ein bisschen jetzt dunkel mache, leuchtet das nachts. Seht ihr das? Und ich muss noch mal gucken, dass ich noch mal andere Leuchtfarbe kriege. Ich habe so einen sogenannten Nagellack gehabt für Frauen. Der war deutlich besser. Aber gut, ich weiß nicht, wo der ist. Aber ich wollte euch mal ganz kurz dieses sogenannte mal Bauprojekt mal zeigen. Und natürlich habe ich auch noch was ganz anderes gemacht. Sogenannte Behälter. Habe ich auch noch ein bisschen umgewerkelt. Da wird so eine, es gibt so eine sogenannte Spritzepistole, die man auch machen kann, und das leuchtet natürlich auch in der Farbe. Seht ihr das? Diese ganzen Leuchtmittel sind ganz cool, da kann man richtig geile Sachen mitmachen. So auch wie bei Teddy, die genannten Steine hier, die ich mir jetzt geholt habe für 2 Euro, die auch wunderbar leuchten. Das ist grün. Die trotzdem ein bisschen gelblich auch. Kann man auch für Kübelkristalle nehmen oder irgendwas anderes. Dann einmal gelb. Leuchtet auch mega geil. Na? Auch sind Glassteine. Ich denke mal, ob die jetzt aus Glas sind, das weiß ich jetzt nicht. Doch, sind aus Glas. Wie geil ist das? Coole Sache. Da will ich mir was einfallen lassen. Und diese La Steine sind geil. Da kann man wirklich so einen See machen. Und da kann man Lava rausmachen. Das ist auch mega. Da werde ich mir was einfallen lassen, auf jeden Fall. Also echt eine coole Sache ist das. Und dann werde ich mal auf jeden Fall nochmal was mitbauen. Also das ist, wie gesagt, wenn man bei Star Wars zum Beispiel, wo Obi-Wan und Anakin Skywalker am Kämpfen sind, da könnte man mehrere Steine nehmen und dann könnte man See machen und dann könnte man das ein bisschen schwarz anmalen. So ein bisschen so, aber trotzdem ein bisschen, dass es rausguckt und dann, wenn das dann wunderbar unter Schwarzlicht oder blaues Licht leuchtet, da sieht man so einen Lava-See. Dann kennt ihr meine ganzen Bauprojekte, die ich jetzt zum Beispiel hier mache, die ganz bestimmten Teile hier, die ich hier habe, die leuchten ja auch im Dunkeln. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Aber das werde ich beim nächsten Mal nochmal machen. So, zeigt euch schon mal die sogenannten Spritzen hier. Also ist nur hier, das war eine Wickelritze gewesen, die dienen nur als Dekozierte. Aber da kann man sich jetzt nichts mit irgendwie was reinsetzen, es geht so nicht. Und das dient hier halt nur irgendwie so als Einstellung. So. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, ich hoffe, lasst einen Daumen oben, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. So, das sind so ein bisschen ein paar Videos, die öfters mal zukommen. Jetzt so ein bisschen mal das und das. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst einen Daumen oben. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Von meinen ganzen Bauprojekten, die ich mache hier. Alles, was um Film ist und sonstige Sachen. Ich wünsche euch was. Euer Mike, bis dann. Ciao!